Guten Tag, liebe Leserinnen, liebe Leser, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Ich wünsche euch erstmal einen schönen Samstag. Habe ich zwar heute schon mehrfach getan durch die Videos mit dem Fazit zu den jeweiligen Kommunalwahlen und der Bremer Bürgerschaftswahl. Aber wie gesagt, kann man ja nicht oft genug sagen. Schönen Samstag. Ja. Ich habe jetzt erstmal noch ein Päuschen eingelegt, weil man soll nicht glauben, wie das doch auf der Konstitution geht, auf die Kondition geht, wenn man vier solche Videos macht und vorher noch vorbereitet etc. Das hat sich über die ganze Nacht hingezogen, aber jetzt haben wir fast alle durch, noch zwei Stück und dann können wir den Superwahltag, 26. Mai, ad acta legen. Ja, was gibt's so Wichtiges Neues? Das Einzige, was mir jetzt so einfällt, das war der Herr Steinmeier, der wieder einmal aufgerufen hat zum Kampf gegen jede Form, und das ist immer das Entscheidende, dieses jede Form von Antisemitismus. Ne? Ja, wie gesagt, Antisemitismus gibt's für mich nicht. Es gibt nur Kritik. Es gibt nur Kritik an Leuten. Das, was heute immer unter Antisemitismus verkauft wird, ist nämlich die Unterdrückung jeder Kritik an einer bestimmten Volksgruppe. Und das geht nicht in der Meinungsfreiheit, das geht auch nicht in der Demokratie, das geht überhaupt nicht. Damit soll nämlich mit dieser jeden Form auch der Kritik an Zionismus verboten werden oder schlecht geredet werden. Aber es war ganz interessant, deswegen hat es jetzt auch ein bisschen gedauert. Ich habe jetzt nochmal so eine Stunde, anderthalb Stunden gedöst, sogar mal richtig eingeschlafen, war wie so ein Mittagsschlaf, wenn ich mal hochrechne, wenn ich um 8 früh aufgestanden wäre, wäre es noch mittags um 3 gewesen, passt also. Und dann läuft ja, wenn ich mir das letzte Video nochmal von der Bremer Bürgerschaftswahl auf YouTube nochmal anschaue, ob es läuft und so weiter, läuft ja danach immer, dass, wenn man nicht nochmal aufsteht, jedes nacheinander irgendwelche Zufallsvideos weiter, die man da rechts reingelegt bekommen hat. Und da kam so eine ganz interessante Sache. Wolf heißt der Mann, Finanztsunami. Und da wurde ja auch wieder deutlich, das ist ja nicht irgendwo eine Verschwörungstheorie oder irgendeine Sache, die man sich einbildet oder irre ist. Es sind nun mal in diesem Finanzkarussell ganz oben, nicht die Leute, die man so unbedingt vorne direkt sieht, die Marionetten, sondern ganz im Hintergrund, die Fäden spinnen. Das sind mal Rothschilds, Goldman Sachs und solche Leute wie Soros etc., die sind da ganz dick fett mit drin. Und das ist nun mal dieser sogenannte Kapitalismus, den wir als Kapitalismus kennen, ist im Prinzip nichts anderes als das zionistische Finanz- und Wirtschaftssystem. Und bitte schön, Herr Steinmeier, da werde ich mir weiterhin das Recht rausnehmen, das zu kritisieren. Und wer das bekämpfen will, als normaler Mensch, der bekämpft sich selber, weil er diesen Leuten immer mehr Macht gibt. Mit diesem Holocaust. Und mit dem, was alles damit zusammenhängt, mit diesem Antisemitismus, haben sich nämlich diese Leute einen Schutzschirm gebaut, dass man sie nicht kritisieren darf. Weil jeder, der sie kritisiert, der wird gleich in die Schüssel Antisemitismus reingeschmissen. Und das ist auch das, was ich bei Herrn Meuthen anprangere, wenn es zum Beispiel um den Herrn Gideon geht. Hier wird immer wieder Antizionismus mit Antisemitismus verwechselt. Und das sind zwei grundverschiedene Sachen. Antisemitismus ist, wenn ich allgemein was gegen jeden Juden habe, ne, und den auslöschen will oder sonst was. Will ich aber gar nicht. Ich möchte nur die Leute, die sich hinter dieser Fassade und aus dieser Richtung sind, und da gehören für mich auch die Kollaborateure dazu, die gar keine Juden sind, sondern die sich nur zum willigen Handlanger gemacht haben und sich haben kaufen lassen. Der Zionismus ist eine politische Strömung, die sich breit macht auf der ganzen Welt, Gesetze schafft, die ihr Unrecht legalisieren und jeden dann zum bösen Gauner macht oder Kriminellen, der gegen ihre von ihnen geschaffenen Gesetze verstößt. Mord ist Mord und so weiter, das ist klar. Aber was ist Volksverhetzung? Diese Volksverhetzung wird nur noch dazu verwendet, um Leute mundtot zu machen, die bestimmte Wahrheiten aussprechen, die diesen Leuten gefährlich werden können. Also bitte schön, Herr Steinmeier, wenn Sie von jeder Form sprechen und Ihrer Schuster und Ihrer Frau Knobloch, dann sprechen Sie nicht davon, von wirklich Judenfeindlichkeit. Sie wollen den Leuten den Mund verbieten, Leute aus diesem Volk zu kritisieren, die diese Welt kaputt machen. Leute wie Soros, wie Rothschild, wie
Goldman Sachs etc. Ne? Und, ne? Das ist das Problem. Und deswegen sage ich, das war das wichtigste Thema heute mal so, was ich so gestern im Videotext so durchgeklettert habe. Und das ist ja die große Angst, weil gerade solche Leute für Steinmeier, die wissen ja genau, sie können nur so lange oben bleiben, wie diese Leute Macht haben, weil sie wissen genau, sie sind abhängig. Es ist eine kleine Marionette, das ist aber nur eine kleine Marionette, dieser Herr Bundespräsident. Ne? Im Vergleich zu anderen gibt es ganz andere Marionetten. Und deswegen sind sie natürlich immer so bestrebt, diese Leute vor jeder Kritik zu bewahren, weil sie wissen, dass ihr eigener Kopf mit an deren Kopf hängt. Ne? Das heißt jetzt nichts damit zu tun, dass man es abschlachten will, ist bloß eine Floskel oder ein Sprichwort, wie man das sagt. Ne? Ja? Also nicht, dass wieder jemand irgend so was anderes draus machen will. Ja, heute kommen wir zur 365. Geschichtsstunde von Egon. Und gestern, das ist der letzte Teil des Jahres 1971, der war relativ kurz. Gestern wurde eine Lehrstunde für, muss ich mal schauen, das Licht an, ja, eine Lehrstunde für Greta, dass sie ihre Proteste totaler Quatsch sind. Die machen zum Beispiel jetzt wieder die Leute reich wie Soros und Co., weil durch die wird wieder eine CO2-Steuer durchgesetzt, die wahrscheinlich dann schon die erhöhten Steuereinnahmen generieren soll, wenn der nächste Finanzcrash kommt, damit wir wieder ihre Banken retten können, ihre miesen Geschäfte. Weil eine Steuer alleine hat noch nie eine Umwelt gerettet. Ne? Was bringt das dem Klima, wenn ich eine Steuer einführe? Gar nichts. Ist alles nur so Getue, um das Staatssäckel zu füllen, bevor der nächste Crash kommt. Und der ist schon im Anmarsch. Wie nennt sich das Buch, wie gesagt, von den Ernst Wolf heißt. Ne? Finanztsunami, sage ich mal so, das, sage ich mal, ist schon die Kasse, die sich da Herr Scholz und Co. anlegen wollen, damit wir wieder die Schulden vom Herrn Soros und Co. bedienen können, wenn denen ihre Spekulationen mal vom Baum laufen. Ja, gestern wieder Land unterm Ganges, wieder eine solche Katastrophe, die heute dazu benutzt werden würde, damit grüne Prozente bekommen. Weiter geht's heute mit dem 1. September. Da haben wir gleich zwei Eintragungen an einem Tag. Erstmal eine Randbemerkung. Der Kronprinz von Katar, Scheich Khalifa Ben Hamad Al-Thani, verkündet die Unabhängigkeit des Emirats und die Beendigung des Protektoratsverhältnisses mit Großbritannien. Katar kennen wir, auch einer dieser Scheichtümer, die zwar auch fett im Terrorismus liegen und fett, ja, wie soll ich sagen, Menschenrechte verletzen und was es alles gibt, ne? Was immer so als westliche Werte hochgehalten werden, aber da sie dort mit Schutzherren der arabischen Seite sind für die Israelis, macht das nichts, sind sie einer der festesten Verbündeten des Westens und der USA. Deswegen, es gibt bei denen immer schlimme Diktatoren und gute Diktatoren. Gute Diktatoren sind die, die auf Seiten der Zionisten sind. Und schlechte Diktatoren sind die, die was anderes wollen. Ne? Ja, beide haben es allerdings an sich, dass es Leute, dass es Volk knechten. Die eine auf die eine und die andere auf die andere Weise. Weiter geht's mit dem 1. September 1971. Keimzelle arabischer Einigung. Bei Volksabstimmungen in Ägypten, Syrien und Libyen wird die Verfassung der Föderation Arabischer Republiken mit überwältigender Mehrheit gebilligt. Der Staatenbund zwischen den arabischen Nationen tritt am 1. Januar 1972 in Kraft. Im Gründungsdokument heißt es, die Föderation solle den Kern einer umfassenden arabischen Einigung bilden. Ziel sei die Schaffung einer arabischen sozialistischen Gesellschaft sowie die Unterstützung der arabischen Befreiungsbewegungen im Kampf gegen Israel. Die Föderation scheitert 1973 jedoch bereits an den Gegensätzen der arabischen Führer. Ja, da hatte man den Versuch gestartet, das umzusetzen, was ihnen der Franzosen und Briten versprochen haben, damit sie gegen die Osmanen und gegen die Deutschen kämpfen im Ersten Weltkrieg und wussten aber gar nicht, dass sie nicht gegen uns und gegen die Osmanen kämpfen, sondern für die Zionisten, weil im Balfour-Akt schon festgelegt worden ist, die Aufteilung der arabischen Welt unter Franzosen und Briten mitnichten eines unabhängigen arabischen Staates und ja, gleichzeitig
dass die Zionisten ihr heiliges Land bekommen. Ja, da hat man die Araber schön hinters Licht geführt. Ja, sie haben praktisch auf der falschen Seite gekämpft. Ne? Ja, heute tun sie immer wieder. Ihre Führer sind meistens gekaufte Marionetten, gerade auf der arabischen Halbinsel. Und hier sehen wir auch, warum unbedingt die Führer aus dieser Zeit, die noch übrig geblieben sind, beziehungsweise deren Nachfolger in Ägypten, Syrien und Libyen unbedingt weg mussten, weil da bestand die Gefahr der arabischen Einigung und nichts würde der Israeli mehr hassen, als wenn die Araber sich einig wären. Ne? Weiter geht's. Mit dem 3. September 1971 ein Abkommen für Berlin. Im Gebäude des Alliierten Kontrollrats am Schöneberger Kleistpark unterzeichnen die Botschafter der USA, Großbritanniens und Frankreichs in der Bundesrepublik sowie der sowjetische Botschafter in der DDR das Vier-Mächte-Abkommen über Berlin. Die Vereinbarung regelt den freien Zugang zwischen dem Bundesgebiet und dem Westteil der Stadt. Die Aufrechterhaltung und Entwicklung seiner Binnenbindungen mit der Bundesrepublik, die Verbesserung der Besuchsmöglichkeiten für Westberliner im Ostteil der Stadt und in der DDR, sowie die Vertretung der Westberliner durch die Bundesregierung im Ausland. Den Bestimmungen des Abkommens entsprechend werden daraufhin von der Bundesrepublik bzw. dem Senat von Westberlin und der DDR mehrere Vereinbarungen getroffen. Ein am 11. Dezember in Berlin paraffiertes Abkommen regelt Erleichterungen im Besuchs- und Reiseverkehr. Am gleichen Tag wird in Ost-Berlin das Transitabkommen unterzeichnet. Daraufhin tritt das Vier-Mächte-Abkommen 1972 in Kraft. Das erste offizielle Treffen der vier Botschafter Jean-Victor Sauvanargues, Frankreich oder Sauvanargues, Frankreich, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Langer Name, Sauvanargues. Sir Roger Jackling, Großbritannien, das ist leichter. Kenneth Rush, USA. Und Piotr A. Abrasimov, UdSSR, hatte bereits im März 1970 stattgefunden. Die zähen Verhandlungen zeigen sich über insgesamt 33 Gesprächsrunden hin. Zogen. Ja, ich sehe jetzt nochmal. Die zähen Verhandlungen zogen sich über insgesamt 33 Gesprächsrunden hin. Ein Zugeständnis Moskaus ist vor allem die Anerkennung der engen Beziehungen zwischen West-Berlin und der Bundesrepublik. Im Gegenzug akzeptierten die Westmächte innerdeutsche Verträge, die de facto die Anerkennung der DDR bedeuten. Ja, da sehen wir, ihr lieben Bürgerinnen der Trizone, der Ex-Trizone, genannt auch Bundesrepublik Deutschland, ihr hattet gar nichts zu sagen. Euer ganze Gehabe mit euren Adenauer, mit eurem Grundgesetz, mit allem, was danach kam, ohne Zustimmung der Alliierten konnte die Bundesrepublik keinen Vertrag unterschreiben und auch die DDR nicht. Und was in eurem Grundgesetz stand, das wurde ja letztens wieder so groß gefeiert und unserer jungen Generation so verkauft, als ob das so ein tolles Machwerk ist und das Beste, oh, wie sie sich über Klee gelobt haben, kurz vor der EU-Wahl noch, das Beste, die beste Verfassung der Welt, Gottes Willen. Nee, das ist keine Verfassung. Das nennt sich ja auch immer noch Grundgesetz. Dort stand eigentlich drin, das, was eigentlich gedacht war, es war ja nur ein übergangsprovisorisches Gesetz, um die Trizone zu verwalten, von Frankreich, Großbritannien, vor allem von USA aus. Und dort stand eigentlich drin, dass wenn das deutsche Volk wieder in Einigkeit frei vereint ist, sollte sich's eigentlich selber eine Verfassung geben. Leider haben wir den Zeitpunkt verpasst. Wie gesagt, solange das Grundgesetz ist, keine Angst, ich bin kein Reichsbürger, erkenne ich an die Gesetze bzw. halte mich dran. Aber das Bestreben der Deutschen, wenn sie wirklich wieder ein einiges Volk werden wollen, sollte sein, meinetwegen auf Grundlage dieses Grundgesetzes eine eigene Verfassung zu schaffen und die von allen Müll zu befreien, die nur drinstehen, weil wir damals Krieg verloren haben und durch Sachen zu bereichern, die eigentlich in eine heutige zeitgemäße Verfassung reingehören. Weil, wie gesagt, ich habe es schon mal gesagt, die Französische Republik, die hat schon ja, die vierte oder fünfte oder sechste Republik, die sind, die geben sich laufend dann eine neue Verfassung.
wenn sie wieder eine neue Republik gegründet haben. Frankreich ist daran auch nicht untergegangen, dass die immer wieder mal ihre Verfassung auf den Stand der Zeit gebracht haben. Ich meine aber nicht diese Änderungen, die jetzt Grüne etc. vorhaben, um irgendwelchen Firlefanz da reinzubringen und das selber im Bundestag nur selber zu entscheiden, sondern richtige Verfassung, wo dann der Bürger drüber abstimmt, auch daran mitarbeitet, wenn es geht, gar keine Parteien, sondern nur Bürger, ganz normale Bürger, die daran mitarbeiten und dann das Volk darüber abstimmen zu lassen. Das wäre die richtige Sache. Wie gesagt, hier in diesem Abkommen für Berlin wurde wieder deutlich, dass zumindest bis 89 überhaupt gar keine Souveränität war, weder von der DDR noch von der BRD. Egal, wie man das den Leuten heute erzählen will. Und auch heute sind wir nach wie vor abhängig, weil es gibt weder einen richtigen Friedensvertrag mit den Kriegsgegnern von 1900 bis 1945, noch haben wir einen eigenen von uns selbst, von allen Deutschen gemeinsam entworfene und ratifizierte Verfassung. Ja, hier haben wir noch ein Bild dazu. Unterzeichnung des Berlin-Abkommens von links. Die Botschafter Sovanjark, also ich hoffe, ich spreche das, wird gesprochen, so Sauvagnagues, also Sovanjark würde ich sprechen, Frankreich, ganz schwerer Name, Jackling Großbritannien, Abrasimov UdSSR und Rush USA. Da haben wir sie, die Herren. Das sind die, die entschieden haben, was wir Deutschen miteinander machen durften. Und da hatte damals kein Brandt und auch kein Ulbricht oder in dem Fall ja dann schon Honecker irgendetwas zu sagen. Die durften dann nur das unterzeichnen, was andere schon vorher ausgehandelt hatten. Ja, weiter geht's mit dem 16. September 1971. Hör ich an, politisches Tauwetter und wo? Auf der Krim. Überraschend trifft Bundeskanzler Willy Brandt zu einem dreitägigen offiziellen Staatsbesuch auf der Krim ein. In nahezu entspannter Urlaubsatmosphäre erörtert der mit dem ersten Sekretär des Zentralkomitees der KPdSU, Leonid Iljitsch Brezhnev, politische, wirtschaftliche und militärische Probleme. Die Umstände, unter denen der Kanzler die Reise antritt, führen zu Kritik, vor allem von Seiten der CDU-CSU-Opposition. Brandt ist einer kurzfristigen Einladung der sowjetischen Regierung gefolgt. Der Besuch ist nicht diplomatisch vorbereitet, auch vorherige Konsultationen der westlichen Verbündeten fanden nicht statt. Brandt reist mit einer kleinen Delegation, darunter Staatssekretär Egon Bahr, und trifft sich nur zu einem Gespräch mit Brezhnev. Die internationale Presse wertet das Treffen als großen Erfolg für die deutsch-sowjetischen Beziehungen. Auch haben wir es wieder gehört, oh, nicht mit den Alliierten abgesprochen und, und. Und wir lernen hier Krim, sowjetisch, russisch, nur durch Chruschtschow an die Ukraine, damals ja noch eine Teilrepublik, das ist ungefähr wie wenn heute Thüringen von Sachsen Zeitz geschenkt bekommen würde oder irgendwas. Ne? Also, das ist schon mal Teil Russlands gewesen. Und ja, wir lernen hieraus, mindestens alle Bundeskanzler bis 1989 waren im Prinzip keine Staatsführer, sondern nur Verwalter einer Trizone, die zur Bundesrepublik zusammengefasst worden ist und unter dem Recht der Franzosen, Briten und vor allen Dingen Amerikaner stand. Also, die waren in der Beziehung nicht freier, was das Politische betrifft, als wir in der Ostzone. Und hier hat sich mal der Herr Brandt erlaubt, was zu tun, was nicht so abgesprochen war. Vielleicht war es auch der Grund, warum er dann mit dieser Guillaume-Geschichte ihn so schnell gefällt hat. Ne, aus heutiger Sicht, wenn man sich anschaut, was heute so unsere Politikerinnen und Politiker alles für Dinge abziehen, war das eigentlich Peanuts, weshalb der Mann zurücktreten musste. Ein Bild haben wir ja noch. Bundeskanzler Willy Brandt, Mitte
und der sowjetische Staats- und Parteichef Leonid Brezhnev links am 17.09.1971 während einer Bootsfahrt im Hintergrund der Dolmetscher. Haben wir das. War er nicht artig, der Willi? Er ist einfach hingefahren, ohne vorher in Washington anzurufen und sich die Erlaubnis geben zu lassen. Weiter geht's mit, und jetzt muss ich schauen, hatte ich das, habe ich übersehen, eine Randbemerkung, aber es ist nur ein Tag vorher gewesen, also es passt noch fast chronologisch. War am 15.09.1971 in einem Musterprozess entscheidet ein Gericht in der niederländischen Stadt Alkmaar, dass die Krankenversicherung die Kosten für eine Abtreibung erstatten müsse, wenn der Eingriff auf eine ärztliche Indikation hin in einer Klinik vorgenommen worden ist. Also wenn es Gefahr für den Mutterbestand oder irgend sowas, ne? Also nicht nur so, weil man mal keine Lust hatte, die Pille zu nehmen und 5 Grad hat sein lassen, sondern wirklich aus einer medizinischen Indikation heraus. Ja, weiter geht's mit dem 1. Oktober 1971. Moderner Märchenpark Disney World, da wird's wieder etwas leichtere Muse. Bei Cap Kennedy in Florida wird Disney World, der größte Freizeit- und Vergnügungspark der Welt, feierlich eröffnet. Auf einer Fläche von 110 Quadratkilometern präsentiert sich den Besuchern eine Traumfabrik aus Märchen, Abenteuer, Folklore und Technik. Insgesamt 75.000 Menschen sind Zeugen einer monumentalen Einweihungsfeier, die von einer Blaskapelle aus 1076 Musikern gestaltet wird. Andächtiges Schweigen unter den Besuchern tritt ein, als ein Chor aus 1500 Stimmen, Ich wünsch mir einen Stern singt. Einhelliges Urteil der verzückten Zuhörer, It's wonderful. US-Präsident Richard M. Nixon steuert ein Sternenbanner zur Eröffnungsfeier bei, das bisher über dem Weißen Haus geweht hatte. Die US-Flagge soll künftig über dem Imperium von Mickey Mouse flattern. Disney World, das 90 Mal größer als das kalifornische Disneyland ist, gilt als das größte private Bauprojekt der Welt. Insgesamt 8 Millionen Kubikmeter Erdreich wurden bewegt, um ein künstliches Berg- und Talgelände zu schaffen. Der gigantische Vergnügungspark, der noch erweitert werden soll, hat umgerechnet rund 1 Milliarde D-Mark gekostet. Etwa ein Drittel dieser Summe soll er jährlich erwirtschaften. Und da haben wir noch ein Bild dazu. Cinderella Castle, zu Deutsch Dornröschenschloss, im Freizeit- und Vergnügungspark Disney World in Orlando. Da haben wir das Märchenschloss von Dornröschen, Cinderella. Und weiter geht's mit dem 5. Oktober 1971. Oh, da wird der nächste große Skandal in der Bundesrepublik vorbereitet. Barzel wird neuer Chef der CDU. Rainer Barzel kann sich im Kampf um den CDU-Parteivorsitz gegenüber Helmut Kohl durchsetzen. Auf dem 19. Bundesparteitag der Oppositionspartei in Saarbrücken wählen ihn 344 der 521 Delegierten zum neuen Bundesvorsitzenden. Helmut Kohl erhält 174 Stimmen. Vor der Wahl hatten beide Kandidaten ihre Auffassungen über die Funktion des Parteivorsitzenden verdeutlicht. Barzel, der bereits Fraktionsvorsitzender von CDU/CSU im Bundestag ist, betonte, dass nur einer die Nummer eins sein könne. Im November wird er auch zum Kanzlerkandidaten der Unionsparteien nominiert. Ja, gab's ja dann Engholm und Barzel. Müsste es, ich hoffe, ich bin jetzt nicht falsch, aber da kommt noch was. Ja, weiter geht's mit dem 8. Oktober 1971, eine Randbemerkung.
Als Reaktion auf die Ausweisung sowjetischer Botschaftsangehöriger aus Großbritannien weist Moskau 5 britische Staatsbürger aus der UdSSR aus. Alle angekündigten Ministerbesuche in Großbritannien werden daraufhin abgesagt. Puh, das hing wahrscheinlich damit zusammen, dass sich die Sowjets zu sehr mit den Deutschen angenähert haben. Das hat den Briten noch nie so gefallen. Ne? Ja, heute haben wir ja wieder dieselbe Situation. Briten schmeißen Russen raus, Russen Briten. Ja, wie sich die Sachen gleichen. Ja, jetzt kommen die Damen und Herren, die eventuell vielleicht sogar für was aus guten Gründen und heroisch begonnen haben, aber jetzt mittlerweile zu einem Machtinstrument derer geworden sind, die sich mit grüner Ökologie, grüner Industrie und Technologie die Taschen voll stopfen. Und andere Leute mit schlimmsten kriminellen Mitteln angreifen, um alte Technologien aufzulösen, sich alles rausnehmen dürfen. Und solche Leute, die sich alles rausnehmen dürfen, ohne dafür bestraft zu werden, das sind in der Regel Leute, die im Interesse dieses zionistischen Finanz- und Wirtschaftssystems arbeiten. Und jeder, der glaubt, dass Greenpeace sich das alles rausnehmen könnte, was sie sich bisher rausgenommen haben, ohne dass das der Fall wäre, ist ein Träumer. Ne? Denn Leute, die wirklich für die Freiheit eintreten und nicht von diesen Leuten protegiert werden und im Hintergrund finanziert werden, die landen im Knast. Ne? Siehe ein Julian Assange jetzt. Hier haben wir den Artikel 6. November 1971. Erste Greenpeace-Aktion. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace, die unter anderem vom ehemaligen Raketenkonstrukteur Jim Bolen gegründet worden ist, startet ihre erste Aktion. Mit einer Schiffsfahrt zu der Aleuteninsel am Chitka protestieren ihre Mitglieder gegen einen unterirdischen Atombombenversuch der USA auf dem abgelegenen Eiland im Nordpazifik. Als ersten Termin für die bislang größte unterirdische Atomexplosion hatte man zunächst Ende September vorgesehen. Ein unter großen finanziellen Anstrengungen gechartertes Greenpeace-Schiff war vor Ort, wurde jedoch von einem US-Schiff aufgebracht und zur Rückkehr gezwungen. Getragen von einer Welle der Zustimmung konnte Greenpeace innerhalb weniger Wochen Geld für eine weitere Protestfahrt sammeln. Als der 6. November als neuer Termin für die Explosion bekannt wird, stechen die Umweltschützer sofort in See. Doch sie verlieren den Wettlauf gegen die Zeit. Als die Bombe explodiert, sind sie noch 1100 Kilometer von ihrem Ziel entfernt. Der Greenpeace-Protest und die vielfältige öffentliche Kritik an den Atombombenversuchen tragen jedoch dazu bei, dass die US-Regierung 1972 beschließt, keine weiteren Tests am Chitka-Gebiet zu unternehmen. Ja, wie gesagt, ich sag's immer wieder, sind diese Organisationen, die am Anfang mal aus einem guten Grund und mit hehren Zielen und sicherlich auch, ja, wie soll ich sagen, mit echten Idealismus gegründet worden sind, gestartet sind. Irgendwann werden sie größer. Es setzen sich bestimmte Leute an die Spitze, die merken, dass man damit gut leben kann, davon gut leben kann. Und dann werden sie gekauft von den Leuten, die ich euch schon gesagt habe, und werden dazu instrumentalisiert, um Sachen durchzusetzen im Namen der Umwelt, die aber im Prinzip mit der Umwelt nichts zu tun haben oder mit irgendwelchen anderen Sachen, sondern einfach nur dafür gedacht sind, um auf anderen Wegen den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen, weil es ist ja leichter, Steuern zu erhöhen für die Umwelt, angeblich für die Umwelt. Da traut sich keiner mehr zu protestieren. Wir kennen ja die sogenannten Shitstorms, wenn es einer mal tut, als dass man den Leuten die Renten kürzt zum Beispiel oder sowas. Das könnte Probleme geben. Also macht man den umgekehrten Weg. Man erfindet Umweltkatastrophen und malt Untergangsszenarien an die Wand, damit man die Leute freimütig das Geld zahlen lässt für sinnlose Steuern,
damit ganz andere Sachen damit finanziert werden am Ende. Ja, das war die Anfänge von Greenpeace. Damals haben sie noch sich für vernünftige Sachen eingesetzt. Aber wie wir sehen, das war wirklich noch alles sehr, sehr, ja, sehr amateurhaft und nicht so brillant geplant wie heute, weil damals waren es wirklich noch Aktivisten. Kommt auch hier das Wort vor. Das Bild zeigt Greenpeace-Aktivisten auf der ersten Fahrt zur Aleuteninsel am Chitka im Nordpazifik. Ja, heute gefährden sie die Bevölkerung, indem sie auf Atomkraftwerke klettern und dadurch riskieren, dass es einen GAU geben kann, wenn irgendwas dadurch schief läuft. Ne? Ja. Damals kamen sie etwas zu spät, bevor die Bombe explodiert ist. Ja, und da sind wir schon auf der letzten Seite. Und von diesem letzten Teil des Jahres 1971, oder halt, nicht, dass ich wieder was vergessen habe. Nein, das hat man mit den Sowjets. Die Randbemerkung hat man mit den Sowjets und Briten. Weiter geht's mit dem 3. Dezember. Nein, die Randbemerkung ist vorher. Können wir alle hintereinander wegnehmen, außer die rechts, die kommt dann dazwischen. 6.11.1971. Der Rhein hat den niedrigsten Wasserstand seit Beginn der Messungen vor 153 Jahren. In Duisburg-Ruhrort sinkt der Pegel auf 1,54 Meter. Wir erinnern uns letztes Jahr, wo wir uns unsere Gaspreiserhöhung und eine Ölpreiserhöhung schon damit begründet hat, weil ja keine Schiffe fahren können und dadurch die Transportkosten höher werden etc., obwohl der Ölpreis zu dem Zeitpunkt noch ja, am Boden war. Und da wurde auch schon wieder von der Klimakatastrophe und Klimaveränderung und Klimawandel und bla 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 und Weltuntergang gesprochen. Also wir sehen, im Jahre 1971 gab es schon mal ähnliche Zustände an Rhein und Ruhr, was die Schifffahrt betraf. Da gab es auch kein Wasser unterm Kiel. Weiter geht's mit dem 2.12.1971. Sechs Scheichtümer und Emirate im Persischen Golf schließen sich zur Föderation der Arabischen Emirate zusammen. Das sind die, die jetzt auch von uns mit Waffen beliefert werden, der Vereinigten Arabischen Emirate, abgekürzt VAE. Und da ein Volk an der arabischen, an der Westküste des der arabischen Halbinsel ausrotten im Moment, weil dort Leute mit von der Glaubensrichtung leben und frei leben wollen, die den Israelis nicht passen und den saudischen Wahhabiten, nämlich die Schiiten. Ja, das war damals die Gründung dieser Emirate, dieser Vereinigten Arabischen Emirate, also 1971. 3.12.1971. In der Türkei tritt nach der Demissionierung von 13 Ministern die Regierung von Ministerpräsident Nihat Erim zurück. Zur Begründung dieses Schrittes heißt es, die konservativen Kräfte im Staat hätten die Durchführung notwendiger Reformen unmöglich gemacht. Ja, so schnell ging das. Da sind Minister noch zurückgetreten, weil es wirklich noch, ja, auf der Welt unterschiedliche Parteien gab. Heute spielen die einen nur noch Opposition zur Regierung und deswegen können die anderen durchregieren, egal was bei rauskommt. Weiter geht's mit dem 3. Dezember 1971. Pakistan wird geteilt, also das dürfte Bangladesch entstehen. Indien mischt sich in den pakistanischen Bürgerkrieg ein und entscheidet den Konflikt zugunsten Ostpakistans, das als Republik Bangladesch die Unabhängigkeit anstrebt. Indiens Ministerpräsidentin Indira Gandhi erklärt vor dem Parlament, dass sich ihr Land im Krieg mit Pakistan befinde. Der Ausnahmezustand wird verhängt und ein Verteidigungsgesetz erlassen. Seit Tagen wüten an der Grenze zu Ostpakistan schwere Kämpfe. Am 3. Dezember startet Pakistan einen Luftangriff, der in den 3. Indisch-Pakistanischen Krieg mündet.
Auslöser des Konflikts sind die 10 Millionen bengalischen Flüchtlinge, die im Verlauf des Bürgerkriegs um die Unabhängigkeit Ostpakistans nach Indien geflohen sind. Für die indische Regierung eine auf Dauer wirtschaftlich und sozial untragbare Situation. Wiederholt hatte Gandhi erklärt, das Flüchtlingsproblem nur mit friedlichen Mitteln lösen zu wollen. Sie forderte Pakistan auf, Bangladesch nicht länger besetzt zu halten und dem Land die Unabhängigkeit zu garantieren. Ende November eskaliert der Konflikt. Indien und Pakistan beschuldigen sich gegenseitig, mit der militärischen Aggression begonnen zu haben. Am 24. November ordnet Pakistan die Mobilmachung an. Indische Einheiten dringen daraufhin, Zitat, aus Gründen der Selbstverteidigung, können wir von Israel, Zitat Ende, in Ostpakistan ein. Bei den Kampfhandlungen, die sich auch auf die indisch-pakistanische Westgrenze ausdehnen, sind die Inder überlegen. Sie besetzen mit den bengalischen Soldaten alle großen Städte und strategisch wichtigen Stützpunkte. An der Westfront vereinbaren die Militärs einen Tag später einen Waffenstillstand. Im UN-Sicherheitsrat wird am 21. Dezember nach langen Debatten eine Kompromissresolution zum indisch-pakistanischen Krieg verabschiedet. Mit dem Sieg Indiens ist die Teilung besiegelt. 1972 wird Bangladesch von weiteren Regierungen anerkannt, unter anderem von der UdSSR, Großbritannien und der Bundesrepublik Deutschland. Die Niederlage hat für Pakistans Regierung Konsequenzen. Präsident Aga Muhammad Yahya Khan tritt zurück. Nachfolger wird Zulfikar Ali Khan Bhutto. Der Präsident tritt auch nach Kriegsende für ein ungeteiltes Pakistan ein. Zwar habe Westpakistan den Ostteil benachteiligt, durch eine neue Verfassung sollen jedoch demokratische Verhältnisse geschaffen werden. Ja, wie schnell das damals ging. Ein Tag Drohgebärde, da war Ruhe. Und die UN hat auch anerkannt, dass die Bengalen einen eigenen Staat haben wollten, genannt Bangladesch. Heute wird zum Beispiel in der Ostukraine auf Kosten vieler Menschenleben an dem zionistischen Rechtssystem festgehalten, kurz diesem UNO-Recht, diesem Völkerrecht, was in Wirklichkeit nur ein Recht der Zionisten ist, die Welt nach ihrem Gusto umzugestalten. Und alle, die das nicht wollen, die verstoßen dann gegen das Völkerrecht. Hat aber mit dem Völkerrecht nichts zu tun. Das ist Staatenrecht, so wie sich Briten, Franzosen und Amerikaner die Welt wünschen, wie sie nach dem Zweiten Weltkrieg geordnet haben, so hat die halt gefälligst zu bleiben. Und wenn irgendwann Völker sagen, ich möchte aber was Eigenes, dann ist das Verstoß, wenn es ihren Interessen zuwiderläuft. Und wenn es wie im Kosovo ist, dass es ihren Interessen entgegenkommt, dann dürfen die einen eigenen Staat gründen. Ja, da haben wir das mit Bangladesch. Ein Bild kommt da noch, da muss ich bei dem Bild nochmal. Hatte ich das gezeigt? Ja, das Greenpeace-Bild müsste ich gezeigt haben. Wenn nicht, wiederhole ich es nach. Und hier haben wir noch ein Bild zu diesem Pakistan, wird geteilt. Auf der Rennbahn von Dakar unterzeichnen General Jagjit Singh Arora links, Oberkommandeur der indischen Truppen, und der pakistanische Generalleutnant Asan Ali Khan Niazi den Waffenstillstandsvertrag. Ja, ohne großes Blutvergießen und 5 oder 10 Jahre Krieg. Ja, wie ich sage, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und wo der Wille nicht da ist, gibt es auch keine Wege, um zum Ziel zu kommen. Ja, dann der 10. Dezember 1971, Friedensnobelpreis für Willy Brandt. Der deutsche Bundeskanzler Willy Brandt, SPD, wird in Oslo mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Brandt ist nach Gustav Stresemann, Ludwig Quidde und Karl von Ossietzky der vierte Deutsche, der diese Auszeichnung erhält.
Das Nobelpreiskomitee begründet die Preisvergabe mit Brandts Bemühungen um Entspannungen zwischen den Machtblöcken in Europa. Die Nachricht von der Ehrung hatte im Oktober für eine Überraschung im Bundestag gesorgt. Als die Meldung eintraf, ließ Bundestagspräsident Kai-Uwe von Hassel, CDU, die Sitzung unterbrechen, um dem Bundeskanzler zu gratulieren. Willy Brandt nimmt den Friedensnobelpreis, der von Lyonnais überreicht wird, mit den Worten entgegen, Zitat, der Friedensnobelpreis ist die höchste, aber auch die am meisten verpflichtende Ehrung, die einem Mann in politischer Verantwortung zuteil werden kann. Ich, Punkt, 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 will alles tun, um in meiner weiteren Arbeit dem nahe zu kommen, was viele von mir erwarten. Zitat Ende. Heute wird das Ding vergeben wie auf dem Jahrmarkt an Leute, die die schlimmsten Kriegstreiber sind. Siehe Obama, die EU als Institution und ja, wie wir noch so alles schon hatten, oder ein Henry Kissinger zum Beispiel. Ja, hier haben wir noch ein Bild dazu. Die Vorsitzende des Nobelpreiskomitees, Aase Lyonnais, überreicht dem deutschen Bundeskanzler Willy Brandt Urkunde und Medaille des Friedensnobelpreises. Und da haben wir das Bild dazu. Und da sind wir schon fast durch. Es kommen noch zwei Randbemerkungen. Und da haben wir die vorletzte Randbemerkung, die ist noch auf dieser Seite. Der 13.12.1971. Bei einem Skiausflug im Vitoscha-Gebirge südlich von Sofia verunglückt der bulgarische Außenminister Ivan Baschew tödlich. Der 55-jährige Politiker hatte sein Amt seit 1962 bekleidet. Also wirklich verunglückt oder hat man auch geholfen? Ja, und dann ist schon auf der nächsten Seite noch eine Randbemerkung, hatte ich mir extra Zettelchen gemacht, dass ich sie nicht vergesse. Und zwar vom 27.12.1971. In New York wird die erste Samenbank der Welt für menschliche Spermien eröffnet. Durch die Ausbreitung der Sterilisation kommt den Samenbanken wachsende Bedeutung zu. Ja, da haben wir noch was Fruchtbares zum Schluss heute gehabt. Und morgen geht es dann weiter mit dem Jahre 1972. Habe ich schon mal geschaut, sind, geht diesmal genau auf, ist ziemlich viel. 36 Seiten, also 18 Doppelseiten. Durch drei geteilt sind also sechs Videos. Das heißt, heute haben wir Samstag, da sind wir am Freitag mit dem Jahre 1972 durch. Ja, ich hoffe, es war heute wieder das ein oder andere Informative für euch dabei. Die ein oder andere Information und Anregung mal über Personen, historische Ereignisse und Fakten der Geschichte nachzudenken. Vielleicht mal andere, einen anderen Blick drauf zu werfen als der, den man uns heute immer darauf gibt. Und selber mal zu denken, das fand ich gut vom Gauland, muss ich mal sagen, das war nach langer Zeit wieder ein guter Spruch, wo gesagt hat, wegen den Ergebnissen im Osten, weil die so wechselfreudig sind und halt so viel AfD gewählt haben, dass die Ostdeutschen halt nicht so wie die Westdeutschen das betreute Denken brauchen. Oder so ungefähr. Da war gleich, aus, oh, ich meine, also, ja, da war gleich wieder jemand beleidigt, war wahrscheinlich ein westdeutscher Reporter. Also einer aus dem Westen, Westdeutsche ist blöd, aber wisst schon, was ich meine. Man muss es halt kurz fassen, da müsste ich jetzt alle Bundesländer aufzählen. Ja, war interessant und es ist leider so, nicht alle, nicht alle, bei aller Kritik, die ich da auch in vielleicht den ein oder anderen Video zur Wahl jetzt geäußert habe, aber man muss ja nicht immer jedes Mal alles 50.000 Mal ausformulieren, da wisst ihr, wie ich es meine. Also zum Glück nicht alle. Es gibt schon ein paar, die selber noch denken in alten Bundesländern, aber leider gibt es dort noch zu viele, die denken lassen und dann praktisch nicht selber das Kreuz auf dem Wahlzettel machen, sondern andere für sie, die es für sie gedanklich vorbereitet haben. Ja, gut, das soll es gewesen sein. Ich wünsche noch einen schönen restlichen Samstag. Viel Spaß beim Anschauen des Videos. Für die, die bei Facebook sind, kann ich immer nur sagen, Tipp geben, YouTube-Kanal suchen unter meinem Namen oder halt sich bei VK.com anmelden. Und da kann man alle Videos von mir ohne Unterbrechung sehen
ohne dass sagt, irgendein Facebook sagt, oh, jetzt müssen wir mal den Dabrowski wieder 30 Tage verbieten, bei uns zu schreiben, weil es sind ja Wahlen. Ja, das könnte ja Meinungsmache sein. Ja, gut, das soll es gewesen sein. Und dann verbleibe ich wie immer mit, halte die Ohren steif, bleibt kämpferisch. Ciao, ciao, euer Egon.